Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Limbo. Weiter geht's. Ich habe ja gerade einen Schmetterling gesehen, der mir wahrscheinlich zeigen will, wo ich lang muss. Und dem folgen wir mal. No! Nicht diese scheiß Würmer wieder! Vor allem, wo soll ich denn jetzt loswerden? Ah, ist links Licht? Das Licht! Okay. Geht jetzt wieder nach rechts. Hä? Was ist jetzt hier passiert? Nicht sowas, komm. Muss ich da hoch? Muss ich rechts lang? I don't know. Ich kann ja bloß rechts. Hört mir gerade auf. Weil wir den Wurm haben. Rauf, rauf, rauf! No! Ich muss da warten. Auf die Kiste. Springen! Oh, gut. Aber nach links geht's jetzt wohl nicht mehr, oder? Ist das richtig? Könnte richtig sein. Ey. Wieso frage ich überhaupt noch? Okay, damit scheut man die Richtung der Zahnräder. Hilft mir das irgendwie? How? Wie soll das gehen? Okay, sie haben eine kurze Zeit, bei der sie sich weiterdrehen. Nope. Hm. Nee. Einfach mal alle Schalter immer drücken, oder? Okay. Erstmal kurz hier drüben schauen. Was gibt's hier denn? Hier gibt's ein Minecart. Damit springen wir hier wahrscheinlich dann rein. Und dann sollten wir nach rechts gehen. Schätze ich jetzt mal. Go, go, hä? Okay, weird stuff.
Wait. Ich müsste ranspringen, wenn es links ist. Weil so ist viel zu langsam. Aber wie? Ich kann jetzt schlecht hochklettern und gleich abspringen. Fragen über Fragen. Das jedes Mal. Das Minecraft-Kart kriegen wir hier nicht rüber. Da komme ich, oder komme ich da hoch, wenn das Minecraft einfach da, dieses Teil einfach da steht? Nee. Jetzt Schalter umlegen. Das reicht ja nicht. How? Kann ich da an diesem Seil ziehen? Da hat sie eine Kette dran. Ich bin, glaube ich, echt zu doof für diese Rätsel manchmal. Ich kann sie auch nicht festhalten. Ich kann bloß in eine Richtung einen Schalter tätigen. Muss ich jetzt überhaupt bewegen? So. Ich muss es bewegen. Ich kann ja nicht den Schalter betätigen. Von hier drüben kann ich ja auch nichts machen. Bin ich echt so doof? Ernsthaft? Damit habe ich mich jetzt getötet. Es fährt einmal nach links. Da müsste man schon dran springen, aber das geht ja nicht. Einmal nach rechts. Und dann ist es schon zu spät. Theoretisch müsste es ja eigentlich... Ich bin echt zu doof, ich check das nicht.
fehlt mir irgendwas. Habe ich was nicht gesehen? Schaukeln kann man ja auch nicht. Man kann höchstens mit dem Sprung das Ganze verzögern oder antreiben. Ich bin zu wenig schnell, um den Schalter zu betätigen und ranzuspringen. Irgendwas fehlt mir hier doch. Aber was fehlt mir? Keine Ahnung. I'm sorry. Ist das jetzt schon das dritte Mal, bei dem ich jetzt dann nachschauen muss? Wie es weitergeht? Die Wand drüben fährt ja auch hoch. Das heißt, man kann es halt aus dieser Schiene nehmen. Das habe ich mir auch schon überlegt. Brauchen wir das? Wir brauchen das. Wir müssen mit dem da hoch. Den Schalter betätigen, um dann hier lang zu kommen. Aber das hier ist dann auch elektrisiert. Und das Minecart bringt mir hier auch absolut gar nichts. Ich check's nicht. Sorry. Ich bin echt zu doof dafür. Weil das ist viel zu langsam. Es dürfte ja erst auf halber Höhe sein, wenn es wieder zurückfährt. Oder darf es einfach nicht so schnell fahren? Nee, das reicht ja nicht. Weißt du, vielleicht muss es gar nicht ganz an den Rand. Was ich meine? Oder ich muss einfach timen, wenn das Teil hier drüben ist. Ich glaube, das ist das Problem. Ich sollte einfach abwarten, bis das Teil auf der... also auf... zu mir rüberfährt. Dann den Schalter betätigen. Damit ich dann ranspringen kann, wie jetzt zum Beispiel. Kann ich da ran springen? Jetzt fährt's rüber. Das war zu früh. Ich glaube, ich habe die Lösung. Ich glaube, das ist die Lösung. Aber wo muss es anfangen? Rechts oder links? Ne, schon links. Rechts oder links. Also sonst komme ich da ja gar nicht hoch. Das war wieder zu früh. Es muss links bei mir sein. Und erst dann darf ich den Schalter betätigen. Wenn das jetzt die Lösung ist, dann gibt's Prügel. Oder? Jetzt den Schalter. Ranspringen. Hoch, 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 hoch. Okay, das war die Lösung.
Aber jetzt ist das Minecart nicht mehr darunter. Wow, danke für nix. Oh Mann. So eine Scheiße. Natürlich stirbt man einmal und dann ist alles wieder verrutscht. Das Minecart ist nicht da, wo es sein soll. Es muss nämlich genau hier sein. Stehen bleiben. Danke. Ja, ich habe es einfach völlig falsch interpretiert, das Ganze hier. Ich dachte, es braucht einen gewissen Schwung. Aber das hat es offensichtlich noch. Wenn es bei mir drüben ist. Jump. Jump. Ja, und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Limbo. Ab geht's mit dem Minecart durch die Mine. Tschüss.